Ja, super, vielen Dank, dass ich die Erste sein darf. Gerne. Habe ich einen Timer irgendwo? Nein? Okay. Also, was habe ich mitgebracht? Gut, dass ich die Erste bin. Ich habe einen USB-Stick mitgebracht. Ja? Jetzt denkt, ja genau, es wird schon gelacht, ne? Die hat das voll vergessen, die hat einfach irgendwas von der Arbeit mitgenommen. Nee, ich habe mir da wirklich Gedanken drüber gemacht. Und zwar, hier, Fellows, habe ich gehört, ist doch über Wissen teilen. Und da dachte ich mir, ja, nehme ich doch das mit, was wir auch benutzen zum Wissen teilen, nämlich einen USB-Stick. Ich bin noch ziemlich jung als Wissenschaftlerin, da passt alles drauf, was ich jemals gemacht habe und kann ich gleich mit euch teilen. Ist doch super. Zumindest ist das, wie wir momentan in unserer Abteilung Informationswissenschaft in Düsseldorf an der Uni ziemlich oft noch Wissen teilen. Und eigentlich habe ich erwartet, dass jetzt Buchrufe kommen. Das ist natürlich nicht so optimal. Ihr seht, der ist ziemlich klein, der ist super schnell weg und dann ist das Wissen auch weg. Und bald ist die Abteilung auch weg. Und ja, in 4 Jahren ist die Abteilung weg. Und was ist dann mit dem Wissen und mit den ganzen USB-Sticks? Das muss ich ändern. Also, ich helfe jetzt meiner Abteilung erstmal und dann hoffentlich auch anderen anzufangen. Und zwar, wie gerade in der Keynote gesagt, was kann ich jetzt machen mit den Artikeln, die ich schon publiziert habe oder mit der Arbeit, die ich gerade mache? Und was sind die ersten Schritte? Das möchte ich zusammen mit meiner Abteilung rausfinden, dokumentieren und dann hoffentlich auch anderen Wissenschaftlern helfen. Dankeschön. Vielen, vielen Dank, auch dass du als Erste ins Wasser springst. Genau, der Nächste ist Georg Fischer, das bist du? Ja, perfekt. Das ist korrekt. Mein Name ist Georg und ich habe ein kleines Problem, weil ich habe nämlich auch einen USB-Stick dabei. Ich will mich in meinem Fellowship mit Verwertungsgesellschaften beschäftigen. Mein Hintergrund ist Sozialwissenschaften. Ich habe eine Dissertation geschrieben zu Urheberrecht und Musikproduktion und habe da gemerkt, dass Verwertungsgesellschaften, also die GEMA oder GVL im Musikbereich, sehr wichtige Akteure sind, aber dass die auch sehr geschlossen und intransparent agieren. Und deswegen, weil ich das innerhalb meiner DIS nicht so richtig bearbeiten konnte, weil es einfach noch ein neues Projekt gewesen wäre, habe ich mich hier beworben mit diesem Thema und würde gerne auch weitere Verwertungsgesellschaften aus einer nicht-juristischen Perspektive ein bisschen näher betrachten und untersuchen, also so VG Wort und es gibt noch viele andere, insgesamt 12 oder 13 in Deutschland. Und den USB-Stick habe ich deswegen mitgebracht, weil er für mich ein Symbol ist dafür, dass digitale Dateien so einfach kopierbar, reproduzierbar sind wie nie zuvor und das einen großen Schritt innerhalb von technischer Reproduzierbarkeit bedeutet und Verwertungsgesellschaften damit ein riesengroßes Problem haben, meiner Wahrnehmung nach. Dankeschön. Perfektes Timing. Dankeschön. Bevor Simon, ganz kurz, bevor wir dich sozusagen auch hier in das Licht des Projektors stellen, würden wir einmal kurz umbauen. Wenn das für dich okay ist. Ich habe sogar schon Hilfe organisiert. Hier ist viel besser. Okay. Ich bin Simon. Hallo. Ich bin Medienwissenschaftler an der Uni Siegen. Und in meinem Projekt Opening Data Science möchte ich das hier öffnen. Ich weiß nicht, ob das jetzt sehr innovativ ist, es ist kein USB-Stick, es ist ein Server und es sind Daten, die sind unsichtbar, aber die laufen auf einem Raspberry Pi und das ist ein Ding, ein Gegenstand, den ich hier und jetzt in den Fingern halten kann. Und in meinem Projekt Opening Data Science möchte ich gerne Wissen und Wissenschaftler vernetzen, die sich aus Sicht der Geistes- und Sozialwissenschaft mit den gesellschaftlichen Folgen, Auswirkungen von Datenverarbeitungspraktiken auseinandersetzen. Also beispielsweise mit Machine Learning, mit Big Data, mit Supercomputern, mit Datenlecks von Facebook und so weiter und so fort. Es gibt Leute, die so etwas tun. Und wie können wir als Nicht-Computerwissenschaftler oder Nicht-Programmierer Zugänge, also Forschungszugänge zu solchen opaken, aber eben sehr mächtigen Prozessen
und Infrastrukturen finden. Wie machen wir das praktisch? Und ich mache das aufbauend auf meiner eigenen Forschung, meiner ethnografischen Forschung zu Computermodellierungspraktiken in der Klimafolgenforschung. Und da möchte ich solche Forschungszugänge, Forschungsmethoden zu Zugängen sammeln, neue entwerfen, auch kollaborativ, und sie im Rahmen eines Field Guides, einen digitalen Field Guide, zur Verfügung stellen. Und wenn das klappt, dann wird sich nachher Data Science so konkret und greifbar anfühlen wie dieser Gegenstand hier. Ja. Vielen, vielen Dank. Und damit auch vielen Dank an euch drei, praktisch das erste Trio. Das nächste Trio, das ich nach vorne bitten würde, während ihr euch unter einem großen Applaus wieder setzen dürft, ist Alexander von Lautz, Tobias Wenzel und Rima Maria Rahal. Sehr gut, dann komme ich zu euch rüber. Du bist schon Alex, das heißt, du bist der Erste und du darfst direkt loslegen. Bitteschön. Hallo, ich bin Alexander und ich habe meinen Zivildienst in Guatemala geleistet und dort ein Reisetagebuch geschrieben. Und ich habe es mitgebracht, weil Wissenschaftler, besonders Neurowissenschaftler, die Wissenschaft behandeln wie eine Privatreise. Sie führen Experimente durch und schreiben sich handgeschriebene Notizen, die keiner lesen kann, der nicht selber auf der Reise war. Und das Problem ist, Wissenschaft ist keine Privatreise. Andere Leute sollen nachvollziehen können, was wir geschrieben haben. Und wenn ich so ein Büchlein habe wie dieses, dann kann das keiner tun. Deswegen haben sich Neurowissenschaftler zusammengesetzt und offene Datenformate entwickelt. Diese kosten allerdings sehr viel Zeit, denn niemand will aus seinem Reisetagebuch, was er handgeschrieben hat, sich hinsetzen und alle Berichte abtippen. Genauso wie er nicht alle seine Daten in neue Datenformate umwandeln möchte. Deswegen möchte ich in meinem Projekt ganz vorne anfangen und Wissenschaftlern die Möglichkeit geben oder Werkzeuge in die Hand geben, ihre Daten von Anfang an in ihren experimentellen Skripten, in ihrer Dokumentation, in offenen Datenformaten zu gestalten. Deswegen ein Reisetagebuch. Vielen Dank. Tobias Wenzel, du bist der Nächste. Dankeschön. Hallo. Genau, ich bin der Tobias Wenzel und arbeite am Europäischen Labor für Molekularbiologie, bin aber Physiker und ich möchte ganz gerne moderne Analysemethoden für biologische Zellen wissenschaftlich weiter zugänglich machen, öffnen. Und da habe ich gleich schon mal die Regeln ein bisschen gebeugt oder die Richtlinien. Und so habe ich mich zwei Gegenstände mitgebracht. Und zwar einmal einen tollen mikrofluidischen Chip, also das ist das, mit dem ich arbeite. Und zwar kann man hier Zellen und verschiedene andere Flüssigkeiten, die man zur Analyse braucht, aufbringen und in kleine Tröpfchen aufteilen und mit kleinen Elektroden verbinden und so weiter und dort innerhalb von einem Tag von Millionen von Zellen Einzelzellexperimente machen, also Ultra-Hochdurchsatz, wie man das so schön nennt. Und diese Technologie ist sehr vielversprechend und auch ähnliche Technologien, aber haben bis jetzt noch nicht so viel Anwendung gefunden, weil das nämlich alles leider sehr geschlossen abläuft. Also die Leute teilen Methoden nicht, es ist sehr kompliziert, wenn man viele Sachen wissen muss, um sowas zu machen. Und das kann sich jetzt nämlich ändern mit Technologien wie zum Beispiel 3D-Drucken. Das ist also ein Modell von einem fluoreszierenden Protein, was ich 3D gedruckt habe. Und offene Elektronik, ähnlich wie der Raspberry Pi ist nicht offen. Und genau, da möchte ich also Projekte zusammenbringen und dieses Feld öffnen. Super, vielen, vielen Dank. Und Rima Maria Rahal. Hi, ich bin Rima und ich habe einen Gegenstand mitgebracht, von dem ich mich sehr ungern trenne, auch wenn es jetzt nur für die kurze Zeit ist. Das geht euch vielleicht auch so. Ich habe mein Handy mitgebracht, denn mein Projekt beschäftigt sich mit einer digitalen offenen Bildungsressource. Und zwar möchte ich einen Online-Kurs produzieren, der dem Benutzer zeigt, was ist eigentlich ein Experiment, warum ist das cool, was können wir aus einem Experiment lernen und warum ist es eigentlich wichtig, dass wir experimentieren und vor allen Dingen, wie geht das? Ja, was sind die Grundlagen dafür, aus einem ein Experiment so zu gestalten, dass man daraus Erkenntnis schöpfen kann.
wie kann ich auch ein Experiment, das ich sehe, zum Beispiel über eine Hautcreme, die ich im Supermarkt kaufen möchte, da steht drauf, 49 von 80 Frauen finden diese Hautcreme toll. Was bedeutet das? Was kann ich daraus lernen und halte ich das eigentlich für eine sinnvolle Information? Das ist also das Ziel meines Online-Kurses. Der wird aufgenommen mit diesem Handy und soll dann auch auf mobilen Geräten abspielbar sein. Deswegen trenne ich mich jetzt ganz kurz davon und freue mich, hier dabei zu sein. Super. Vielen, vielen Dank. Großer Applaus für die drei auch bitte nochmal. Und das nächste Trio, das ich nach vorne bitten möchte, besteht aus Kerstin Schoch. Gutes Timing. Kerstin Schoch, Rebecca Kahn und Tina Ladwig. So, Kerstin, du darfst zuerst. Okay, gut, dass wir einen großen Tisch da haben. Ja. So, ich habe was Großformatigeres mitgebracht. Hi, ich bin Kerstin. Ich bin von Haus aus Künstlerin, Kunsttherapeutin und Psychologin. Ich bin hier an der Hochschule für Künste im sozialen Ottersberg, da bin ich wissenschaftliche Mitarbeiterin. Außerdem promoviere ich an der Universität Witten-Herdecke in Psychologie. Und ich habe eine meiner eigenen Arbeiten hier mitgebracht. Und zwar gehen wir in unserem Fachgebiet davon aus, dass das Gestaltete immer irgendwas mit der Gestaltenden zu tun hat. Das heißt, dass hier in meinem Bild quasi etwas von mir drinsteckt. Zum Beispiel meine Persönlichkeit oder meine Ressourcen, aber auch meine Konflikte da vielleicht drinstecken. Allerdings irgendwie quantitativ empirisch untersucht hat es so gut wie noch niemand, weil es einfach an Instrumenten mangelt, die valide und reliabel sind und die man dafür verwenden könnte. Deshalb bin ich dabei, ich habe genau so ein solches Instrument entwickelt. Das ist ein Rating-Instrument hier für zweidimensionale bildnerische Arbeiten, ganz kurz RITSBA genannt. Und meine kommende Studie, die ich im Rahmen des Fellow-Programms durchführen werde, erprobt das Instrument nochmal an Gegenwartskunst unter Verwendung lizenzfreies Bildmaterials aus kunstwissenschaftlichen Datenbanken. Ich möchte die Ergebnisse gerne als Open Access auch veröffentlichen. Und die Idee ist natürlich schon lange, dass dieses Instrument wirklich frei zur Verfügung steht für Anwenderinnen und Forscherinnen. Darf ich noch eine ganz kleine Sache? Mhm. Wenn euch das gefällt, kommt gern auch zu meiner nächsten Ausstellung. Die ist im November im Pelé-Mélé hier in Neukölln. Super, danke schön. Nehmen wir das gerne ab. Vielleicht können wir es sogar an die Wand lehnen oder so. Hilft das? Die nächste, danke schön, ist Rebecca Kahn. Tina, ich muss dich noch bremsen, es tut mir leid. Bitte schön. So I'm going to do this in English, but I promise that by the end of the fellowship I'll be doing it in German. I've brought Asterix in Corsica with me. This is not a comic book, this is a historical source. It has people, it has places, and it has events in it that really took place in real places. And so my project is going to try and use Wikidata as a source for a gazetteer. Woohoo! There's another one, very nice. Wikidata is a source for gazetteers. Gazetteers are a really old idea. They've been around since about 300 BC. They're historical dictionaries of places. And Wikidata offers us the opportunity to build a digital gazetteer of all of the information in Wikidata, the people, the places, and the events with geolocations with which we could connect historical sources like Asterix and like other materials that have been produced. So this is what we're going to try and see. Thanks. Super, danke schön. Und ne, du brauchst, aber ich, I can hold it. Ja. Okay, ich brauche kurz Unterstützung und zwar genau. Mein Gegenstand sind Seifenblasen und die sollen den Raum repräsentieren, den ich identifizieren wollen will, und zwar sind das zukünftige Forschungswerkstätten. Das heißt Forschungswerkstätten von Forscherinnen und Forschern einer technischen Universität, welche Werkzeuge sie brauchen, bedarfsgerecht und Open Source, um ihren Forschungsprozess wirklich von der Idee bis über die Forschungsfrage und der Publikation offen zu gestalten. Und das heißt, dass wir versuchen oder dass ich versuchen werde, über Ansätze des User Story Mappings
die Forschungsprozesse zu verstehen und dann bedarfsgerecht alles abzuleiten, was die Forscherinnen an der Technischen Universität in Hamburg, an der ich selber arbeite, benötigen, um sowohl untereinander, weltweit mit anderen Forschern, aber auch in Forschungsprojekten mit der Zivilgesellschaft zusammenzukommen und da gemeinsam Erkenntnisse zu gewinnen. Das ist das Ziel und deswegen auch meine die Seifenblasen als den Raum, den es gibt, den es gilt zu erkunden. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Auch an euch alle drei nochmal. Vielen Dank. Und das nächste Trio, das ich nach vorne bitten möchte, heißt Xenia Schmalz, Felix Henninger und Martina Trognitz. Bitte einmal zu mir nach vorne. Xenia darf beginnen. Das bist du, sehr gut. Hallo. Hallo. So, also ich habe ein Kinderbuch mitgebracht. Ich bin Kognitionspsychologin und mein Thema ist Lesen lernen und Lesen bei Erwachsenen. Also Lesen ist natürlich sehr wichtig. Das öffnet uns allen, also den Kindern, den Weg zur weiteren Bildung und Büchern und Literatur und alles. Ich will erforschen, wieso es manchen Kindern schwerfällt, Lesen zu lernen. Und auf der linguistischen Ebene, was sind so die Charakteristiken von Sprachen und Orthografien, die das Lesenlernen schwerer machen? Das ist eine Frage, die kann man mit, also als Kognitionspsychologin, also Kognitionswissenschaft ist sehr interdisziplinär, also das ist eine Verbindung von Psychologie, Linguistik und Computer Science. Also als Teil dieses Projekts möchte ich ein paar Experimente durchführen und dann auch Computational Modeling machen. Und das sind natürlich alles Wissenschaftsprozesse, die man am besten offen machen sollte, damit die anderen Leute auch daraus lernen können und dann in der Praxis darauf aufbauen können. Und ja. Super. Vielen, vielen Dank. Der nächste im Bunde ist Felix Henninger. Hi, ich bin Felix und ich weiß nicht genau, was es über mein Projekt aussagt, dass ich den Gegenstand auf dem Weg zerstört habe. Daher ein Faksimile als Ersatz an dieser Stelle. Was ich mitgebracht habe, ist ein Erlenmeyer-Kolben. Und nicht deswegen, weil der in der Nähe meiner Arbeitsstätte erfunden worden ist, sondern weil es sich dabei um einen wissenschaftlichen Hack handelt. Quasi lange Zeit gab es im Labor klassischen Reagenzgläser und Kugelbehälter, aber die sind unpraktisch. Quasi ein Bechergefäß neigt dazu, beim Schütteln Sachen überzuschwappen und eine Sauerei anzurichten und ein Kugelgefäß kann man nicht abstellen. Das heißt, hier ist ein Kugelgefäß mit einem abgeflachten Boden und ein Reagenzglas mit ein bisschen mehr Schutz vor Überlaufen. Und gut, damit ist mein Wissen über Chemie und Laborarbeit leider am Ende angelangt. Ich bin Sozialwissenschaftler, aber weshalb ich das Beispiel ganz gut finde, ist, weil wir auch in unserer Arbeit uns sehr häufig auf kleine methodische Details verlassen und kleine Hacks erfinden, die wir nicht unbedingt weitergeben. Also diese Erfindung hat 150 Jahre, gibt es seit 150 Jahren und hat sich inzwischen durchgesetzt. Aber wie Jessica vorhin auch schon gesagt hat, dokumentieren wir viele Einzelheiten unserer Forschung nicht. Und in meinem Projekt und übers nächste Jahr würde ich mich gerne damit beschäftigen, das Forscherinnen und Forschern einfacher zu machen, ihre Methoden im Detail zu dokumentieren und so, dass sie von anderen möglichst einfach und direkt repliziert werden können. Und ich freue mich dazu, die Möglichkeit zu haben. Danke. Super, vielen Dank. Genau, du darfst das Mikro gerne direkt übergeben an Martina. Hallo an alle. Ich bin Martina und ich habe Knete mitgebracht. Denn ich beschäftige mich in meiner Dissertation mit ägäischen Siegeln. Das sind etwa so große Objekte.
teilweise mit Löchern, die so ein bisschen wie eine Perle sind, mit Inschriften zum Siegeln, also in feuchten Ton drücken und dann kann man damit Gefäße versiegeln oder Dokumente quasi unterschreiben. Eines haben diese Siegel mit Knete auch noch gemeinsam. Sie wurden seit den 50er Jahren in einem Korpusprojekt zusammengefasst. Die Siegel sind auf Museen in der ganzen Welt verteilt. Und die Siegelabdrücke wurden in Knete aufgenommen und sind jetzt alle an einem Ort, momentan in Heidelberg, versammelt. Die Siegel wurden außerdem fotografiert und auch beschrieben. Und diese Fotografien wurden in einer ziemlich langen Reihe publiziert. Und zu dieser Publikation gehört auch ein Band, in dem eine Bibliografie beschrieben ist über Literatur mit verschiedenen Schlagworten und Themen, die bei der Siegelforschung irgendwie einen guten Einstieg bieten. Diese Publikation mit der Bibliografie ist 1994 entstanden und ich habe mir überlegt, das kann man heutzutage etwas flexibler, dynamischer und auch alterungsbeständiger gestalten und habe mir überlegt, dass man die bibliografischen Daten in Wikidata aufnehmen kann und dann von dort aus mit einer schönen API und Anwendung dann auch entsprechend visualisieren könnte. Und dadurch, dass diese Bibliografie in Wikidata dann ist, kann jeder, der arbeiten, daran mitwirken möchte, die auch zukünftig weiter pflegen. Ja, danke schön. Super. Vielen, vielen Dank auch an euch drei nochmal. Bitte ein dicker Applaus. Während ich vor einer der größeren Hürden des Abends stehe, nämlich, ich habe mir vorgenommen, André Meyer-Chagas halbwegs richtig auszusprechen. Ich bin mir aber nicht sicher, ob mir das geglückt ist. Ja? Dazu bitte ich Julia Wildgans und Henrike Rudolph. Großer Applaus, bitteschön. André, du darfst auch direkt beginnen. Bitteschön. Hi. Ich bin froh, dass ich nicht zum Ersten war, weil Tobi hat so ein sehr ähnliches Projekt wie meine und jemand hat schon auf Englisch das gemacht und so wollte ich auch machen, weil I'm a little bit tired from traveling. I just got from like to a long trip where my flights got delayed. So anyways, and German, as you can see, is not my first language. This is an example from one of the many devices we've been developing as open source hardware. Which I brought to just show a little bit what we've been doing, but what we want to do for this project here is to basically take one of the most expensive pieces of equipment we use in the lab, which is a two-photo microscope, and try to make it as many parts of it as open as possible, as many parts of it as affordable as possible, because for this microscope, a lot of the technology that is involved there, it's also used for many other equipment in the lab. So we want to show that this is then a good example how we can make scientific instruments accessible to everyone by making them open source. Thank you. Great, thanks. Good project. Ja. Nächste in der Reihe ist, Sekunde, Julia Wildgans. Haltest du sonst auch? Ja, mein Name ist Julia und ich habe eine massive Buchstütze mitgebracht. Diese Buchstütze ist aber eigentlich ein Symbol für die Paywall, die wir immer sehen, wenn wir Literaturrecherchen betreiben. Denn die Paywall ist ein Hindernis, das wir wohl alle einmal erlebt haben. Und deswegen war die Idee meines Forschungsprojektes, dass ich etwas gegen diese Paywall machen möchte. Ich habe mir überlegt, okay, wir haben rechtliche Regelungen, die das bisher vorsehen, also das Urheberrecht vor allem. Und in diesem Urheberrecht gab es einige Regelungen, sodass der Gesetzgeber jetzt seit März 2018 überzeugt ist, wow, das Urheberrecht ist wissenschaftsfreundlich. Leider ist genau das Gegenteil der Fall, beziehungsweise ist das meine These, die ich gerne im
Fellow-Programm überprüfen würde, wie wissenschaftsfreundlich ist unser Urheberrecht überhaupt und was müsste geändert werden, damit wir alle denken, dass das Urheberrecht für uns okay ist. Sehr cool, vielen Dank. Gibt das Mikro. Genau, das muss jetzt auch richtig rumstehen, so ist es. Vielen, vielen Dank. Henrike Rudolph, bitteschön. Ja, mein Name ist Henrike Rudolph von der Universität in Erlangen-Nürnberg und ich beschäftige mich mit der Geschichte des modernen China und zwar insbesondere mit den kleineren Parteien in der Volksrepublik China. So werden die meisten sagen, wie kleinere Parteien, da gibt es doch nur die Kommunistische Partei. Es gibt tatsächlich aber auch kleinere Parteien. Warum weiß das denn niemand? Das liegt daran, dass es ein historisches Narrativ gibt. Dafür habe ich diesen schönen Oktopus mitgebracht. Und zwar gibt es das Narrativ, dass der chinesische Staat nach 1949 die Eliten des Landes wie so ein Oktopus direkt in die Fangarme genommen hat und an das System gebunden hat. Wie ich aber argumentiere, übersehen wir dabei, dass die Eliten des Landes auch agiert haben, wie nämlich Spinnen und ihre eigenen Netzwerke gesponnen bzw. bestehende Netzwerke genutzt haben. Und diese Netzwerke möchte ich sichtbar machen auf der Grundlage von historischen Quellen und eben diese Netzwerke visualisieren und die dann eben online präsentieren, die zugrunde liegenden Daten online präsentieren, weil man dann auch sieht, dass es viele Akteure gibt, die von der offiziellen Geschichtsschreibung vergessen wurden, beziehungsweise da kommt die Krake wieder ins Spiel. Dadurch, dass die chinesische Regierung natürlich den Zugang zu Quellen und natürlich auch das chinesische Pendant von Wikipedia und eben anderen Online-Ressourcen so kontrolliert, sind da natürlich ganz viele Personen, die völlig in Vergessenheit geraten sind, die eigentlich gerade zu Beginn der Volksrepublik eine große Rolle gespielt haben und die sollen dann eben wieder zusammengebracht werden. Und genau, das werden also die Netzwerke, die dann zu sehen sind. Danke. Vielen, vielen Dank. Das Mikro nehme ich dir direkt ab. Dankeschön an euch drei auch. Wir haben noch ein Trio, das aber zum Quartett wird, ich fange mal so rum an. Zunächst mal bitte ich zu mir nach vorne Nikolas Eisentraut, Andreas Möllenkamp und Jona Sassenhagen. Und als Ergänzung noch, wir haben nämlich zwei Fellows, die heute nicht dabei sein können. Einmal Moritz Schuberts und einmal Johanna Ebeling. Moritz Schuberts wird aber gebührend vertreten von Malte Schwarzer. Ich glaube, dafür hat er sich einen kleinen Applaus verdient. Das Quartett führt an, Nikolas Eisentraut. Vielen Dank. Ja, hallo, ich bin Nikolas. Wie ihr seht, an der Freien Universität, wissenschaftlicher Mitarbeiter im Fachbereich Rechtswissenschaft. Ich beschäftige mich da mit öffentlichem Recht und insbesondere mit Verwaltungsrecht. Und im Rahmen meiner Tätigkeit ist mir aufgefallen, dass wir wissenschaftlichen Mitarbeitern einen Großteil unserer Arbeitszeit damit zubringen, Grundlagen immer wieder aufzubereiten und neu in Vorlesungsskripte zu gießen. Anstatt, dass wir wissenschaftliche Mitarbeiter eigentlich mal zusammenarbeiten und gemeinsam an Vorlesungsmaterialien arbeiten und auch dadurch einfach auch Ressourcen schaffen, um bestimmte Dinge wissenschaftlich vertiefter auch zu betrachten. Als Gegenstand habe ich einen kleinen Leuchtturm mitgebracht. Ich hoffe, hier im Rahmen des Fellow-Programms ein kleines Leuchtturmprojekt zu schaffen, weil die Idee freier Bildungsmaterialien ist in den Rechtswissenschaften noch nicht angekommen. Und dafür möchte ich mit ganz vielen anderen wissenschaftlichen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen in ganz Deutschland ein Lehrbuch zusammenschreiben, was das erste Mal frei lizenziert werden soll und dann hoffentlich auch ganz weithin wahrgenommen wird. Ja, vielen Dank. Perfekt, Dankeschön. Du darfst das Mikro direkt an Andreas übergeben, der dir auf dem Fuße folgt. Ja, schönen guten Abend, schön hier zu sein. Ich habe ein Aufnahmegerät mitgebracht, das benutzen Sozialwissenschaftler, Kulturwissenschaftler, wenn sie Interviews führen. Interviews gehören noch zu den am meisten genutzten Methoden in den Kultur- und Sozialwissenschaften. Und das funktioniert meistens so, man führt ein Interview, dann wird das hinterher manchmal transkribiert, manchmal auch anonymisiert und das bleibt dann alles hinterher
meistens bei den Forscherinnen und Forschern. Ich denke, es wäre viel sinnvoller, und es gibt viele andere Leute, die das auch denken, wenn diese Interviews auf einer offenen Forschungsdateninfrastruktur landen würden. Einfach deswegen, weil man dann viel einfacher zusammenarbeiten könnte, auch wenn man nicht an derselben Uni ist, oder einfach auch andere Fragen an das Material stellen. Ich möchte in meinem Projekt Open Interviews dazu beitragen, dass viel mehr Sozial- und Kulturwissenschaftler das nutzen, beziehungsweise einfach selber die Initiative ergreifen, ihre Interviews zu öffnen. Da gibt es einige Hürden und die möchte ich in meinem Projekt einerseits eruieren, unter anderem auch in Form von Interviews und dann auch in Form von Leitfäden und anderen einfach verständlichen Materialien dazu beitragen, dass das viel einfacher und viel besser wird. Vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Genau. Und Jona, stage is yours. Jona, und ich bin stellvertretend hier auch noch für meine Kollegen Professor Dejan Draschkow und Professor Martin Schulze, die, glaube ich, auch beim Livestream gerade sind. Hallo. Bei dieser Gelegenheit möchte ich auch meine Familie grüßen. Und, okay, und ich habe mitgebracht ein Methodenlehrbuch, denn wir wollen schreiben ein Methodenlehrbuch. Und das Problem mit zum Beispiel diesem Methodenlehrbuch ist, dass einerseits nicht besonders gut ist und dass andererseits der normale Methodenlehrprozess in den Sozial- und Verhaltenswissenschaften ist, dass die Leute erstmal die ganzen Methoden lernen und dann versuchen die Leute im Nachhinein, ihnen Open Science beizubringen, um also die ganzen Fehler zu korrigieren, die in den ersten paar Jahren passiert sind. Und wir wollen von vornherein den Leuten wissenschaftliche Methodik als offene Wissenschaft beibringen. Und das Ganze wird hoffentlich nicht gedruckt, sondern digital auf GitHub und so weiter. Und wird hoffentlich auch nicht so lückenhaft für dieses Ding. Und für die Leute, die sich denken, der hat jetzt einfach irgendwie sein Methodenlehrbuch mitgebracht, damit er einen Gegenstand hat, dieses Buch ist tatsächlich von der gleichen Universität wie unsere Keynote-Sprecherin, wie ich gerade erfahren habe. Vielen Dank. Und das Mikro direkt an Malte Schwarzer für Moritz Schubert. Ja, hallo, genau, ich bin Malte, nicht Moritz. Und ich habe euch mitgebracht einen roten Stift. Und das ist nicht irgendein roter Stift, das ist der rote Stift von Moritz. Und zwar, ich kann ihn jetzt haben, weil er ihn nicht mehr braucht, denn er hat mittlerweile Open E-Coach. Und zwar, das ist eine Plattform, mit der man automatisch die Hausarbeiten von Studierenden kontrollieren kann. Und dementsprechend braucht er den roten Stift einfach nicht mehr. Und das Ziel von der Plattform ist, computergestützt Aufgaben zu kontrollieren und so den Prozess erstmal viel einfacher und schneller zu gestalten und so natürlich viel mehr Zeit für wichtige Sachen zu haben. Weil wer will die ganze Zeit Arbeiten korrigieren, wenn er vielleicht nebenbei forschen kann? Und das Ganze ist open, das heißt, die Software selber ist open source und auch die Lehrinhalte sollen offen sein. Das heißt, es können andere Wissenschaftler mitarbeiten und so die Lehre insgesamt verbessern. Also, wenn ihr selber euren roten Stift loswerden wollt, guckt euch die Plattform an, macht mit und spart viel Zeit, habt mehr Zeit für spannende Sachen. Vielen, vielen Dank. Auch an euch vier nochmal einen Applaus mit dem Camper zusammen. Das waren sie schon, alle Projekte der nächsten Runde des Fellow-Programms.